der nächste Deutsche. Im Jänner noch haben ihn die Deutschen als großen Olympia-Favoriten gehandelt. Der Europameister 1992 aus Winterberg, der 25-jährige René Friedl, dem es hier vom Training an nicht sehr gut gelaufen ist. 8., 6. und 7. insgesamt, also 8. Platz für René Friedl. Und auch jetzt ist dieser junge, hochtalentierte Deutsche nicht gut vom Start weggekommen. René Friedl 4. zurzeit. Also da würde er sowohl von Danilin, von Sukow und von Blankenstein überholt. Jetzt sogar noch Sukow vor ihm. Also 5. keine gute Olympia-Vorstellung des Europameisters, der jetzt für den Sportclub Winterberg fährt. Aus Friedrichsroda ist er. Und René Friedl beendet jetzt mit einem blendenden unteren Teil. Da unten werden sie ausgezeichnet. Die Läufer, da hat sich jeder noch gesteigert. René Friedl, also vor Danilin und vor Duncan Kennedy, Blankensteiner 4., Suko 5., Ellerts aus Lettland 6. und Ermoline aus der ehemaligen Sowjetunion 7. Und jetzt viel Glück Robert Manzenreiter, der Innsbrucker, 25 Jahre, der einen guten dritten Lauf hatte und sich vom 8. auf den 7. Platz verbessert hat. Auch jetzt ist der 7., aber alle Athleten haben im unteren Teil enorm zugelegt. Warum soll das nicht unser Robert Manzenreiter auch können? Zurzeit 3. Robert, ein hochtalentierter Athlet, der hier die vorolympischen Konkurrenzen gewonnen hat, der sich also mit dieser Bahn gut vertraut gemacht hat und nur noch 7/1000stel hinter dem Europameister René Friedl hinten liegt, jetzt ist er bereits in Führung um 600stel Sekunden. Und 1. Bravo! Robert Manzenreiter hat die Führung übernommen vor René Friedl und vor Sergei Danilin. Dann der Weltcup-2. Duncan Kennedy. Oswald Haselrieder. Er hat die Sensation des zweiten Laufes gestern gebracht, er war nämlich schnellster. Heute ist er dann um einen Platz zurückgefallen mit einem 6. Platz im 3. Lauf. Oswald Haselrieder, 20 Jahre, aus der Gegend von Bozen, ebenfalls von Walter Bleichner trainiert. Die Zwischenzeit 128,1 Stundenkilometer, das höchste Tempo oben bis jetzt für den 20-Jährigen. Und jetzt wächst die Spannung, jetzt wächst die Dramatik, jetzt kommt bald die Entscheidung um die Medaillen. Aber er kann, glaube ich, Manzenreiter nicht überholen. Manzenreiter bleibt vorne. Manzenreiter vor Haselrieder, vor Europameister Friedl und vor Sergei Danilin. So ist der augenblickliche Stand, bevor der Olympiasieger von Calgary, Jens Müller, in den Eiskanal eintauchen wird. Volle Konzentration, jetzt wird der Vollvisierhelm runtergeklappt. Schnell. Und jetzt Jens Müller, viermal abgeschlagen. Mit eisenbesetzten Handschuhen bei den Rodlern. Zweitbeste Startzeit, nur 200stel langsamer als die bisher beste. Warten wir jetzt auf Jens Müller, der dazwischen einen Fehler gehabt hat. Jetzt 10. ist. Er hat einen blendenden dritten Lauf gehabt, da war 2. hinter Georg Hacke. 4. und 8. insgesamt, also 6.
Und beim nächsten Läufer, eigentlich schon bei dem beginnt der Kampf um die Medaillen. Warten wir mal ab, was da der Goldene von Calgary schafft. Nichts, was eigentlich unsere beiden Österreicher Markus Brock und Markus Schmidt gefährden könnte, das hoffe ich zumindest, aber zunächst einmal Jens Müller, der Olympiasieger, an erster Stelle. Und Jens Müller ist damit im allerschlechtesten Fall Fünfter. Und jetzt der eiserne Kampf um die Medaillen. Der 28-jährige Norbert Huber, ein Carabinieri aus Bruneck, aus dem Mondal. Die Brüder Huber, Arnold Huber ist Weltmeister, konnte sich hier nicht qualifizieren. Wilfried Huber, ein Spitzenrodler. Günther Huber, ein Spitzenbobfahrer. Eine hochtalentierte sportliche Familie. Zweite Startzeit, nur 18.000stel zurück. Dieser Norbert Huber, ein kleiner, stiller, bescheidener Athlet, der zusammen mit seinem Doppelpartner Hans-Jörg Rappel in allen Weltcuprennen im Doppel gewonnen hat. 6.000stel zurück. Jetzt 19.000stel. Eine Geschwindigkeit von 125 Stundenkilometer. Norbert Huber aus Südtirol greift zu einer Medaille. In Zielnähe und fährt durch, jawohl. Er hat zunächst einmal Jens Müller, den Olympiasieger, abgefangen. Damit ist der Olympiasieger von Calgary sicherlich ohne Medaille. Das war der 28-jährige Norbert Huber und seine Betreuer sind sehr zufrieden mit ihm. Und jetzt beginnt das große Zittern. Das große Zittern für Markus Schmidt, der hierher nur als Doppelpartner von Gerhard Gleischer gekommen ist, der sich dann in der Qualifikation im Training so gesteigert hat. Sehen Sie, wie er sich konzentriert, wie er ruckt und wie er sich jetzt abstößt. Ja, da ist er relativ gut weggekommen. Warten wir auf die Startzeit. 600stel hat er verloren, das ist noch nicht die Welt. Markus Schmidt, 23 Jahre aus Breitenbach am Inn, unterwegs, 88.000stel zurück in diesem Lauf. Er hat nur noch ganz wenig Vorsprung auf Norbert Huber. 400stel, warten wir ab. Jetzt die Schlusspassagen, Markus, die letzten Meter für den 23-jährigen Tiroler. Und er ist Erster. Ja, das ist eine Medaille. Da hat er es geschafft. Der Mann, der hierher nur als Doppelfahrer gekommen ist, schafft eine Medaille. Nach 28 Jahren gibt es wieder zumindest eine Rodelmedaille für Österreich. Aber jetzt oben Markus Brock. Gerhard Hauptmann ist da, der Konditionstrainer. Sie umarmen sich. Das ist eine wirklich erfreuliche Entwicklung im Rodelsport. Ich darf nicht vergessen, dass auch wir eine wirklich gediegene Aufbauarbeit haben. Viel Glück, Markus! Der nächste Markus, Markus Brock, kommt bei seiner Angstkurve vorbei. Ja, und die schnellste Startzeit um eine Tausendstel. Dieser Vollathlet aus Mieders im Stubaital, der Weltcupsieger, Weltmeister war er ebenfalls 1987. Zweimal hat er den Weltcup gewonnen. Komm her, Markus, so viel Pech. Gestern ist ihm die Rodel gebrochen, aber nicht seine Kampfmoral. Und er möchte nochmal alles geben in Extremis. 300stel führt er, 126,3. Markus Brock zeigt gute Nerven, ist blendend unterwegs. Komm, Markus, die letzten Meter, die Zielkurve, fährt er sehr tief, nochmal viel Druck und eine zweite Medaille für Österreich ist da. Bravo, Markus! Zumindest Silber und Bronze ist für Österreich sicher. Aber warten wir auf den großen Favoriten, warten wir auf Georgi Hackl, auf den 26-jährigen Berchtesgadener. In seinen athletischen Armen und Beinen liegt jetzt
die Chance, erstmals Gold für Deutschland. Aber wir sind schon hochzufrieden mit 2 Rodelmedaillen. Blendend. Und Hacki unterwegs. Ja, sehr gut gestartet. Kein Fehler. Voll konzentriert. Sie haben an seinem Gesicht gesehen. Die schnellste Startzeit zusammen mit Markus Brock. Er möchte sich keine Blöße geben. Und führt jetzt. Ja, ich glaube nicht, dass dieser Georg Hacki, der ja wirklich ein Superathlet ist, noch zu schlagen ist. Er war fast 2 Zehntel vor Brock. Führt jetzt um 42.000stel, 126,3 Stundenkilometer. Und ich kann es jetzt sagen, die erste goldene für Deutschland, aber Silber und Bronze für Österreich. Der Olympiasieger von La Plan heißt Georg Hacki, ist 26 Jahre und kommt aus Berchtesgaden, nicht weit von der österreichischen Grenze. Also, Markus Brock erleichtert und Hacki wird von seinen Betreuern gefeiert. Nach der Silbermedaille von Calgary, jetzt Gold für Georg Hacki, der zum wahrscheinlich erfolgreichsten Rodler der Gegenwart avanciert ist. Eine, die uns wirklich auch am Herzen gelegen ist, weil Sie haben so viel Pech gehabt. Im ersten Lauf ist die Rodelaufhängung gebrochen und so weiter. Also Sie haben das verdient, wofür Sie wirklich sehr lange und viele Jahre beinhart ein ganzes Jahr gearbeitet haben. Weil jeder, der glaubt, dass Rodeln ein Wintersport ist, der hat sich geirrt, so wie alle, die hier sitzen, das ganze Jahr hart arbeiten. Wir haben sicherlich viel trainiert. Wir sind beim Bundesheer im Leistungszentrum Innsbruck, wieder ernst. Und da haben wir natürlich gute Voraussetzungen und haben natürlich olympische Medaille für jeden ein Ziel. Und wir haben es heute Gott sei Dank geschafft. Der Markus, neben dem Markus Brock, der Markus Schmid, der eigentlich hier als Ersatzmann herkommen ist und dann nach dem ersten Tag Zweiter war und jetzt mit der Bronzemedaille heimfährt, ist natürlich besonders glücklich. Ja, ich bin selber überrascht, dass ich das gepackt habe. Bei der Ausscheidung bin ich viel nervöser gewesen wie jetzt beim Rennen. Zwar war die Nacht nicht ganz ruhig, bin mir aufgewachen und längst bin ich einschlafen können. Und heute noch ein erster Lauf, muss ich mir, haben wir gedacht, das Wetter nicht passt und der Huber Norweit ist mir drüber gefahren. Und der Teufel. Teufel, ja. Aber sie sind so nett. Ihr seid die Rodler, das ist ein. Wie soll ich sagen? Ich meine, die Südtiroler reden so gut über euch und ihr so gut über eure Gegner. Ich meine, bei euch ist es ein bisschen haariger, gell? Es ist schon etwas härter, die Auseinandersetzung. Kann man das sagen? Ja, kann man sicher sagen. Es ist doch ein Nationenkampf immer. Schweiz, Deutschland, Italien, Österreich. Und Frankreich. Da wird natürlich ab und zu auch, ja. Und da wird natürlich sicher zwischen den Nationen sehr hart gekämpft. Ja. Wobei ich bei den Rodlern eins dazu sagen muss. Ich habe den Markus Brock im Sommer mit Zementsackeln am Buckel gehen gesehen und ihr habt alle gearbeitet. In Trinz, in einer Schlucht, haben sie sich in einer kleinen Fabrik eine Startrampe selber gebaut. Und man sieht, es trägt Früchte. Rosemund, darf ich bitten, wir haben für unsere Dame noch einen Blumenstrauß. Und damit ist eigentlich eine wunderbare Zeit. 48 Stunden und ihr habt uns so viel Freude gemacht. Ich habe das Glück, dass ich im Namen von wirklich Millionen Österreichern Dankeschön sagen kann, euch allen, und weiter viel Glück wünschen darf. Sie kommt am Mittwoch dran, ihr habt am nächsten Freitag und Sonntag Auftritt, Mannschaft und große Schanze. Patrick? Nächsten Sonntag noch einmal im Super-G. Im Super-G am nächsten Sonntag und Am Freitag im Doppel. Also alles ist noch drinnen. Bitte schön. 7 Medaillen haben wir. Wir sind glücklich und wir danken euch dafür. Herzlichen Dank. Herreneinsitzer der Rodler. Silber und Bronze für die Österreicher Markus Brock und Markus Schmid. 2 Tiroler, schon wieder. Beide in Innsbruck geboren. Gold medal. Georg Hackl, Almanien. Germany. Olympiasieg nach dem Weltmeistertitel für den Deutschen Georg Hackl. Ein hochverdienter Olympiasieg für einen ganz großen Rodler.
Medaille d'argent. Silver medal. Markus Prock, Autriche. Austria. 27-jährig ist Markus Prock aus Midas, der Weltmeister 87 und dreimalige Weltcupsieger. Medaille de bronze. Bronze medal. Und fast eine Sensation. Der dritte Platz für Markus Schmidt, der sich erst kürzlich qualifiziert hat. Der war ja für den Einsitzer eigentlich gar nicht vorgesehen, ist ein Doppelsitzer-Spezialist, hat da seine großen Erfolge. 23-jährig, kommt aus Breitenbach am Inn. Mesdames et Messieurs, l'hymne de l'Allemagne. Ladies and Gentlemen.